Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit den Robotern. Ein Roboter hat noch eine Fehlfunktion. Moment, ich drücke nochmal den Knopf. Grüße. Nee. Austron, bitte melden. Austron. Ich wusste jetzt nicht, was ich auf diese Antwort sagen soll. Ja, der eine hörte sich wirklich an wie ein Ohrbau und dann der andere, das darf ich ja nicht sagen, wie sich das angehört hat. Ja, dann sag es jetzt. Komm, sprich sie aus. Genau, sag es jetzt. Nee, das hat was mit N zu tun. Ach so, okay. Gut, dann nicht. Leute, den kannst du auch rausschneiden. Ja, aber dann hört es der Zuschauer ja trotzdem nicht. Ich habe ganze... So, wir kaufen jetzt erstmal ein bisschen Gold. Weil es unsere Neugier befriedigt. Aufnahmepause. Okay. So. Und jetzt habe ich erstmal Gold in Kronkorken mir wandelt. Andersrum wird dann Schuh draus. Also wenn man Gold in Kronkorken umtauschen kann, das würde ich machen. Ja, nee. So, dann einmal jetzt ab in die Daily Ops, denn Shuri wartet schon. Komm gleich. Mausi kommt ja, auch gleich. Ja, muss Shuri noch ein bisschen was schreddern. Sonst kann sich Shuri irgendwann nicht mehr bewegen. Okay. Und Alex wartet auch nur auf die Daily Ops, auf nichts anderes. Auf rüstungsdurchdringende Angriffe, aber ja, gar keinen Bock, ne? Ja, wie gesagt, du musst ja nicht, ne? Springst aber trotzdem in die Daily Ops. Ja, sicher. Das ist sicher? Aber der Sichi! Der muss ja den Turtle durchstehen hier, ne? Oder beistehen? Nee. Nee, so Shampoo. Nee. Chori, du siehst aus wie ein Koch mit, Bruderschaft. Kittel. Wie so ein verrückter Wissenschaftler. Ah. Die bunte Maske dazu. Ja, okay, jetzt siehst du definitiv aus wie ein Pestdoktor. Hast du nicht noch so eine Pestmaske? Ja, die müsste ich erst bauen. Achso. Komm, müsst es auch mit? Ja, klar. Hast du gesagt? Ich muss mich nur kurz leer machen. Aber ich dachte, Toilettenpause war schon. Ich habe schnell einen Stuhl gemacht. Oh, ich hoffe, du hast ihn. Ich hoffe, das machst du nachher auch noch sauber, Maus, ne? Weil hier fängt es an, langsam zu riechen. Das ist ein geruchsfester Stuhl. Ach so, okay. Mit eingebauter Toilette halt, ja. In so einer Situation, da schreit man dann immer: Turtle, Schüssel! Da sage ich dann immer: Hat jemand Durst? Mm. Ja, eigentlich sagt man ja eh: Macht deine Mutter Taschenkontrolle? Mhm. So, sind wir jetzt alle drin? Ja, ich spür's schon. Achso, Turi schmeißt noch Lunchboxen. Ich spüre die Lunchboxen. Ich spüre die Finger fallen. Und die Plastiktiere. Das hört sich. Und das Konfetti! Okay, ich habe nur eine Lunchbox gekriegt. Was ist das denn? Ich speise nochmal welche. Okay. Krachmacher. Gucken ohne Ende. Säureblocker! Und To-Go-Schlag. Konfetti! Okay. Zum Glück nicht. Gut, aber jetzt können wir hier mit siebenfacher Lunchbox den Attacke. Apropos, ich sollte mal langsam Super rausnehmen. Es gibt eine Sicherheitslücke. Verantwortlich sind Funkabfänger in eurer Nähe. Die müssen wir deaktivieren. Da gibt es jede Menge feindliche Aktivität. Unser guter Spion, Hallo, das hält uns von den Abfängern fern. Falsch gedacht. Wir machen keine halben Sachen. Versteck dich und schlag rasch zu, sonst wechseln wir.
wächst dir das schnell über den Kopf. Ach nein, Kommunisten. Ein Kotträger ist in deiner Nähe. Mit etwas, das wir zum Ausschalten des Abfängers brauchen. Find heraus, wer es ist. Was? Ist denn der Träger eine Kerze? Ich weiß das nicht. Warum lädt er jetzt... Komm, das ist doch ein Witz. Code erhalten. Schleich dich zu einem dieser Abfänger und deaktiviere ihn. Jori, selber Gedanke? Ja, ob das wieder die Ecke wird. Der letzte Typ, der ist meistens mal in der Nähe vom letzten Empfänger. Das wird unseren Zuhörern nicht gefallen. Schalt noch mehr Gegner aus. Ich versuche, den nächsten Code zu finden. Diese Schmerzen! Diese Schmerzen! Was? Ich mag die Kommunisten, sie sind nicht schlecht. Die sollten mal auch in Appalachia einfach so mal rumrennen. Da gibt ja eine Location. Ja, die eine kleine da, das ist so ein bisschen wenig, finde ich. Von den Sprüchen her mag ich die Blutadler. Ja, die Kommunisten kommen aber auch. Die sind genauso schlimm wie die Kultisten. Blutadler ran. Finde ich. Und ich laufe jetzt hier schon wieder im Kreis und finde hier keiner. Ah, hier, ein Ghoul. Der nächste Co-Träger ist in der Nähe. Ja, voll cool, ey. Mir egal, wie du den Träger ausschaltest, aber mach's leise. Genau, ja, mach's leise. Noch einen Abfänger mit dem Code deaktiviert. Wahrscheinlich brauchst du jetzt mehr Leute bei den Abfängern. Nein, mach ich nicht. Naja, also vorsichtig. Dich gerecht. Blut an den Händen des Bastards, der diese Geräte aufgebaut hat. Autsch. Aber die kommt der auf einmal her. Was aus dem Haus? Währenddessen finde ich den nächsten Code. Steinerei. Denkt dran, ab heute könnt ihr auch Feuerfest richtig benutzen, ne? Das hilft gegen die Explosionen. Ach echt? Mhm. Ich doch drin. Ja, ich hoch. Stufe oder so. Ja, davor hat es ja nicht gegen die Explosion geholfen. Mittlerweile ja. Das habe ich sogar schon mehrfach getestet. Du kriegst mehr Schaden, wenn du kein Feuerfest ausgerüstet hast. Auch Feuerresistenz funktioniert. Wobei das eigentlich kein Feuer ist. So kann man jetzt auf einmal wieder Mad Dog Malone eigentlich anwatzen. Das haben sie doch seit dem Update behoben, dass du den wieder anwatzen kannst. Ja, stand in Patch Notes. War das ein Bug? So, nee, das haben sie erst... Ja, das war wirklich ein Bug. Erst haben sie es gemacht, weil die Quest wurde zu schnell abgeschlossen. Du konntest ihn halt von draußen anwatzen. Ich habe ein starkes Signal eines Co-Trägers. Der ist heftig. Schleich dich an und schieß an, bevor er dich bemerkt hat. Koordiniere, falls nötig, einen Angriff mit dem ganzen Team, aber wir brauchen diesen Code. Mal außen rum hier. Der Pfefferstreuner an. Ziel eliminiert. Gute Arbeit. Auf zum letzten Abfänger. So, und fertig. Irgendwas hat mich gepiekst. Irgendwas hat dich gepiekst? Ja, das warst nicht du. Wer hat dich gepiekst? Keine Ahnung. Den piekst ich aber hier gleich mal eine. Jori war's. Aha, Jori. Ja, hallo, ich hab mir jetzt gesagt, ich warte nicht. Hört mir den Kinder zu? Nee. Nein, Meile, Königin Röhre. Ich glaub's nicht. Oh, ich auch, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Marine-Rüstung, Richter. Nee, ich krieg nur einen Pudelschlafsack. Und das mit einem Spielrüstung. Na, eigentlich müsste man die ja jetzt gleich mal aufstellen. Kann ich mir sie angucken, komm? Ja, natürlich. Dunkelwehr. Marine. Ist ja
sammelt die auch. Taktisch. Ja. Vor allen Dingen halt dich gerade richtig verstanden, Meierlöckliginnenröhre. Ja. Also König. Ah, okay. Aber Königin wäre auch cool, in eine Röhre zu stecken. Mm. What the fuck, Alter? Wo soll die Röhre sein? Hinstellen? Die werden das ganze Camp ein. So, Wendigo, da haben wir den Meilöck-König in der Röhre. Haben wir noch einen Platz hier? Ja, komm. Ich bin kein Sanitäter, aber dieses Stimmt. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Nicht helfen. So, fehlen gut jetzt nur noch, das war jetzt noch der Verbrannte in der Röhre. Und der Yao Guai in der Röhre. Welche Röhre fehlt noch? Hier gibt's eine Kübel und Yao Guai kommt auch in eine Kübel. Ja, und Höhlengrille fehlt noch. Nee, aber Höhlengrille auch noch. Nee, Höhlengrille auch noch. Kannst du dir ja angucken. Ja. Von der habe ich auch noch nicht gehört. Ja, das ist größtenteils Kübel, Feiertagsevent, also Geschenke oder Kübel. Eins von beiden war es dann immer Guten jeweils. Tag. Guten Tag. Hola. Steht da oben. So, ich hole mir jetzt erstmal eine Werkstatt. Das Wichtigste, was ich habe, ist die Mutantenröhre. Hm. Ja, das ist wirklich die Wichtigste. Weil sonst kriege ich ja keine Klone mehr. Ja. Sonst kriege ich immer nur aufs Maul. Falls Maul. Ah, das Arche-Projekt von Turtle. Oder so. Projekt Phoenix, wie man es auch nennt. Ja. Ne, aber. Der Behemoth, der weiß sich jetzt schon wieder nicht zu benehmen. Was soll er machen, wenn er seinen kleinen Bruder sieht? Nichts. Auf dem Angler einprügeln? Aber der Typ, der hat keinen Angelschein und nennt sich trotzdem Angler. Nur oh, aggressiv werden. Vielleicht darf er das? Zweifel. Der Mattenmann ist bei mir. So. Ich folge dir in die Ewigkeit. Ich muss stark sein. Das heilige Land wird mich empfangen. Haben wir jetzt alle? Ne, einer fehlt noch. Einer sitzt da hinten noch. Alter, wenn ich diese Galleria-Musik höre. Hast du was gegen die Galleria? Mach das Weltradio aus, dann hörst du es nicht mehr. Weil in der Galleria habe ich zum Beispiel gar keinen Sound. Boah, dazu müsste ich erstmal ein Menü rumsuchen, weil gerade ja Kind ist. Unter Audio. Ja, aber lass mich mal erstmal hier meine Bomben suchen. Und ich guck jetzt erstmal, dass ich hier wieder Blümchen aus Metall platziere. 15 Mal. Okay, Alter. Jetzt setze ich lieber meine Weihnachtsgeschenke. Wir machen hier schöne Blümchenwiese draus. Blümchen! Ganz viele Blümchen! Wie kamen wir eigentlich nochmal auf dieses Wort? Blümchen. War schon wieder irgendein Versprecher, den ich gemacht habe. Was fand ich denn so cool, dass ich das dann, ne? Ich glaube schon. Heiß? Heißer Kaffee? Ich hab von meinem Stöfler. Den Deckel runter und der war sakramentisch aus. So halt dir meinen Kaffee warm. Ach so. Ja, aber vorsichtig, du sollst dich hier nicht verbrennen, ne? Wir brauchen das Programm noch für weitere Aufnahmen. Und so. Ja, ich fange eine Matrix an. Naja. Naja. Und wenn wir dich lang genug kennen, Alex, dann kommst du auch in den Keller.
Hat die zu teilen? Keine Angst, Shori. Du behältst deinen kleinen Einmal-Ein-Raum im Keller. Aber ich meine, wir müssen doch noch auf den Dachboden schicken. Ja, für den Dachboden finden wir schon jemand anders. So, aber ich muss jetzt hier erstmal finden, Supermutanten, ich brauche deren Waffen. Will die wöchentlich abschließen. So, alle hops. Huch. Ja. Wenn ich springen kann, ne? Muss halt zweimal. Wollten sagen, die Marinerüstung gefällt mir. Die neue jetzt? Ja. Gefällt sie dir vom optischen her oder von den Werten her? Also, als erstes erstmal vom optischen. Vom zweiten ist sie ja besser wie die normale. Wenn ich das richtig sehe. Ja, ist sie. Aber bis jetzt nur den rechten Arm. Der rechte Arm von der normalen auf Stufe 35 hat 16 und 11. Und der rechte Arm auf Stufe 35 von der arktischen hat 22 und 13. Also, das heißt, erhöhte Sets. Und dann eben noch hier diese 7 Kryo-Events. Oh ja, die Marinerüstung arktischer Modus. Wenn ich da das komplette Set zusammenkriege, bin ich zufrieden. Ja. Den Helm habe ich schon. Ich oh, das teuerste. Das teuerste hast du schon. Bitte? Das teuerste hast du somit schon. Weil der wird auch irgendwie. Das ist irgendwann... der teuerste. Den kriegst du eh nur aus der Ops. Ja, noch nur aus der Ops. Aber bald wirst du den auch bei Minerva kriegen. Weil du glaubst ja wohl nicht, dass du den vorher fertig kriegst. Bei der Drop-Chance da drin. Da muss er schon wirklich lucky sein. Ein aufreibender Tag? Also, ich glaube, von uns war der Erste, der die Scheiß-Aufklärungsrüstung zusammen hatte. Oh, Projekt Paradies. Wollen wir uns Nuclear Winter Belohnung ergattern? Nuclear Winter? War das auch bei Projekt Paradise? War das nicht nur hier kolossales Problem, kryptisch und verbrannte Erde? Im Projekt Paradise war auch mit bei. Okay. Ja, ich brauch sowieso noch ein Event. Ich brauch sowieso noch ein Event. Weil auf Angler habe ich jetzt nicht gerade wirklich Lust. Bin ich ehrlich. Achso, jetzt habe ich den Honig gar nicht abgeliefert. Ein aufreibender Tag. Ach man, Turtle. Ja, ab und zu mal gucken. Da verlost jetzt Sweetwater von. Nee, er braucht Honig. Er muss verkleben. Die Schaltkreise müssen kleben. Hast du jetzt Schst gesagt oder eine Wasserflasche geöffnet? War eine Wasserflasche. Das hörte sich jetzt eher so an wie. Ja. Sei leise. Ja, nee, tut mir leid, ich war leicht dehydriert. Wollte ich was gegen unternehmen. Kannst du nur. Sowas geht doch nicht. Nee, was trinken. Was trinken. Hast du um Erlaubnis gefragt? Ja, ich habe meine Hände gefragt, ob sie die Flasche nehmen wollen und sie öffnen wollen. Gleich erpacken. Und die haben sie ja zugestimmt. Ach ja. Na denn? Ach nee. Attacke. Welches Gehege wollen wir? Ey, Junge, ich hab noch nicht mehr rein. Ach, das können wir nebenbei machen. Hoshi, Hoshi-Gebäude. Ja, Hoshi. Bei diesen komischen Beiträgen. Ja, Hoshi. Ich bin schon bei den Hoshis. Weil das Clearen bringt dir sowieso nichts, wenn wir hier nach und nach drauf porten. Dann spawnt hier nämlich immer wieder alles nach. Hast du dasselbe Problem. Da war eine Grille neben mir. Ich hab sie gesehen. Name also. Ah. Hier war doch ein Hoshi. Hier ist ein Hoshi. Ja, der ist gerade an mir vorbeigebracht. Was, Alex? Du keine Hoshis jagen?
Arktos Farmer. Die Hoshi-Jagd geht weiter. Der Film. Jetzt der dritte auf dem ihren Kino. Die Hoshi-Jagd geht weiter. Hoshi-Jagd 2. Nur in ihrem Kino. Hoshi-Jagd 3. Jetzt mal zurück, hier Hoshi. Überleben, man weiß es nicht. Die Hoshis sind zurück, 4. Die Rache der Hoshis, 5. Die Rache der Hoshis. Ich glaube, ich weiß schon deinen Titel. The Day After Hoshi? Teil 6. Zurück zu den Hoshis. Teil 7. Unten am Hoshi. Denk dran, mit jeder Fortsetzung wird das schlechter. Ja, das ist so weit wie Sharknado. Das wurde zwei schon jetzt unten eingesetzt, da kann sich nicht mehr verschlechtern. Oh Mann. Hoshi allmächtig. Hoshi allmächtig. Leg dich nicht mit Hiroshi an. Scheiße. Oh Mann. Wow. Ich wollte Hoshi muten. Ich hab jetzt gerade verstanden, ich will Hoshi pupen. Nein, da macht mir eine Rektorin nicht mehr. Das ist verstanden, Po-Saune. Kann doch nicht mal mehr looten. Ich bin außer Gefecht gesetzt, ich reiße dem Event nichts mehr. Ja, Hoshi, Paulo. Hoshi, Buben, als. Hoshi, mein. König der Hoshis. Ich will diesen Ort hier durchkämmt haben. Kann ich mehr. Ja, ich weiß, ich muss nach Hause. Dr. Hoshitil. Dr. Hoshitil. Wie Dr. Der Hirsch, der mit Menschen quatscht, oder was? Ja, genau, der Hirsch, der mit Menschen quatscht. Hat jemand noch einen Boxinjektor? Was, liebe Zuschauer, war ein Echo? Echo? Ja. Wo? Hallo, Echo. Hallo, Shori. Hier ist eine Ameise legendär. Aua, die beißt mich. Jetzt ist es eine tote Ameise. Hat man andere erwartet. Der Ami-Meise. Das war aber mein erster legendärer Gegner heute. Ey, Alex, ah, ich will die Säure. Ich hab schon drei weg. Hoshi! Hoshi! Wir sind doch schon fertig. Nein! Wie nein? Nein! Okay. Nein! Okay. Nein. Ja, ist okay, du hast ja gewonnen, Schatz. Nein. Ja, doch. Nein. Ist der Bullt heute, bringen Sie bitte den Mausball in die Reparatur, Ihre Sprachausgabe hängt. Nein! 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 Oh mein Gott, Balu! Ja, kannst du Schuri sagen. Bist du Balu nicht kaputt? Nee, du bist Shirkan. Shirkan? Ja, schon. Ich war jetzt eigentlich auf Gott bezogen, aber naja. Okay. Nee. Kennst du nicht das? Weil jetzt hat der den Pharma-Bot angelockt. Sowas kenne ich nicht. Nein, ist. Glaube ich dir nicht. Kenne ich nicht. Kann ich nicht kennen. Ja, du bist K, die Schlange. Ich würde nicht. Die hätte er wohl ja noch. Die habe ich doch schon. Mm. Oh Gott. Aua! Out, out, und jetzt weh!
Deshalb konntest du mich damals rumkriegen. Ich dachte, bei, du warst diejenige, bei der der Spruch gezogen hat. Er ist nicht lang, aber er ist dünn. Aber er riecht wie ein großer. Guck mal, Mami, ich hab Kaka gemacht. Weiße Sensoren zusätzliche Ressourcen. Wie ein großer. Ja, das ist aber sehr schön, Kind. Aber warum müsstest du unbedingt deine Wand schmieren? Fällt mir immer das mit. Wie hieß der Film, wo der dann seinen Finger dann hier zu jemandem hingezeigt hat und dann gesagt: Guck mal, ich hab Kacke gemacht. Ich hab Kacke gemacht. Ja, das ist Scary Movie. Scary Movie. War das der? Ja, ne? Ja. War der erste oder jetzt später? Ja, das war der erste, glaube ich. Mit dem Strom. Mama hat auch noch nicht so ein. Nein, ich habe jetzt eine richtige Freundin. Okay, noch einmal. Phase 2 startet. Beobachtung der Effekte von Kommentaren. Kann ich mehr. In Ramheulen. Danke. Guten Morgen, ich bin die Milch. Guten Morgen, du bist die Milch auch noch. Pass auf, dass du nicht sauer wirst. Nein, Otis. Und lass dich nicht zu viel schlagen, sonst wirst du sagen. Ich glaube, Alex ist gerade rausgeflogen, oder? Ja, er hat aber gerade gesagt, er hat Standbild. Achso, er hat Standbild. Ich habe was anderes verstanden. Und danach kam Guten Morgen, ich bin die Milch. Ja, guten Morgen, ich bin die Milch. Ja, das habe ich verstanden, aber das habe ich nicht in dem Bezug mit Standbild gesehen. Hinten wird schon wieder böse gelasert. Ja, deswegen wollte ich ja hier noch ein bisschen vorher reingehen, aber... Boah. Ach was, wir haben doch hier einen Yogi-Bär. Beobachtung! Formel P und... Wo ist hier ein Yogi-Bär? Ich sehe ja gleich. Bärchen. Wie die Todeskalle im Austritt hier. Die bösen Alpha-Raubtiere kommen! Haltet eure Stinkefüße fest! Okay. Ja, Mausi, schießen! Ich hab bloß gesagt, ich soll meine Füße festhalten. Ja, aber schießen! Ja, wie soll sie das machen, wenn sie den Fuß festhält? Ja, mit den Füßen schießen! Gestankmodus aktiviert! Alter, du legst sie hin! Ich schaff das. Was, mit Gestankmodus oder mit den Füßen schießen? Mit den Füßen schießen. Beobachtung, Stufe 2. Ihre verzerrten Hormone werden mit der Zeit stärkere Feinde. Oh. Immer muss ich auf Schwänze schießen, ey. Ich stehe mitten in der was? Ich will nicht mehr, Mami. Da ist immer was. Wenn ich die Honigbestien anvisiere, dann steht da immer Schwanz. Ah. Weil ich bei den anderen immer auf den Kopf schieße oder auf den Torso. Active bei denen ist das Trimmel. Der Schwanz. Ja, da steht Schwanz. Was hast du denn jetzt gedacht, du Ferkel? Also wirklich. Ich fühle mich hier ein bisschen... Ich bin nicht umsonst im Keller gelandet. Der will mit mir schmusen. Aua. Oh, leck, was war das? Das war die andere. Leck mich, was bin ich jetzt erschrocken? Mann. Schiri. So. Burn, ja. Baby, burn! Keine Ahnung. Ah. Was? Ich hab mich fast im Bett mehr. Nein! Ich hab zwar noch Stimpex, aber ich hab keine gute Waffe dafür. Na komm schon.
Matze! Matzilein, ging allein. Deine Maus ist rein. Was? Hört's doch, wir rein. Nein. Todeskralle darf ich mal, danke. Behaupten nicht, Hamburg der Pins. Ihr ist tot. Boah, nachtaktive Nudelholz. Eignet schon immer nicht im Münz. Nee, ich hab was für die Hellcat gekriegt, aber war auch wieder nur Killer. Halt! Schießt mir das doch hier nicht alle sonst wohin. Jetzt hab ich ihn. Halt, stopp. Jetzt genau. Nee. Reden will ich nicht. Ich wollte eigentlich nur, und so. Einfach nehmen. Dann machen wir jemand die Maya töten. Ja, haben wir doch schon. Maya und ihren Willi. War die Maya auf den Strich sehr bekannt. Was? Auch noch. Na, jetzt ist aber genug. Ey, das waren unter 3 Sekunden. Ja, aber trotzdem, das waren ja noch hallo, welche. Ja, ich hab die Sekunden schon angefangen. Das war ja sehr schlecht. Ja, aber das erkennt der Algorithmus ja mittlerweile. Und zwar richtig Balou gut. Wieder. Was du, Balou? Oh, geh weg. Ich will auch Balou. Ich will auch auf Balou schießen. Ah, darf ich nicht. Jetzt. Hast du mir gerade den Po gerettet. Oh, schade. Juhu. Ist denn da am Poshi noch alles dran? Ja? Nein, ja? Das ist war eigentlich nicht. Ich habe ihr den Poshi gerettet, hat sie gesagt. Also, soweit ich weiß, gibt es hier auch bloß die Marine-Lackierung für Laserpulver. Hotrod-Lackierung. Und noch irgendein Shit. Naja, die MK3 oder sowas. Horus-Lackierung. So, aber ich muss mir jetzt erstmal entrümpeln. Turtle, du hast ja eine Kakerlake im Nacken. Jetzt nicht mehr. Danke fürs Bescheid sagen. So. Ah, ich kann mich jetzt wieder wegorten. Gut, denn nichtsdestotrotz, ne, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss. Tschüssi.